Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos, bis ins Grab hinein. Für die meisten Deutschen war Hitler Anfang der 30er Jahre noch durchaus abstoßend. Die Zuhälterfrisur, die wilde Gestik, der stierende Blick, die Freude am Drohen, die blutrünstigen Reden. Sie können uns unterdrücken! Sie können uns meinetwegen töten! Kapitulieren werden wir nicht! Dass die Nazis Feinde waren für mich und für alles, was mir teuer war, darüber täuschte ich mich nicht. Wie furchtbare Feinde sie sein würden, darüber täuschte ich mich vollkommen. Die Geschichte, die hier erzählt werden soll, beginnt Ende 1932. Ich war ein junger Mann, freundlich und korrekt, ein unbeschriebenes Blatt, ein Referendar der Rechtswissenschaften von 25 Jahren. Bald sollte sich mein Leben völlig verändern. Sind Sie arisch? Ein totaler Staat wird mir fordernd und drohend entgegentreten. Stichschatten! Gruppe Brock, richt euch! Jungen, rechts! Jungen, aus! Das bin ich. Nach nur 9 Monaten Hitlerherrschaft, im Herbst 33. Ein Kamerad, der tut, was alle Kameraden tun. Und vor allem darauf bedacht, so bald wie möglich Examen zu machen. Dieser Staat hat von mir verlangt, meine Freunde aufzugeben. Meine Gesinnungen abzulegen. Anders zu grüßen, als ich es gewohnt war. Anders zu essen und zu trinken, als ich es liebte. Und für all dies äußerste Begeisterung zu zeigen. Sollte ich das mit mir machen lassen? Meine Geschichte handelt von einem Duell zwischen einem kleinen Privatmann und einem allmächtigen Staat. Zwischen Adolf Hitler, dem Führer des Deutschen Reiches, und mir. Dabei hatte alles so harmlos angefangen. Ende 1932 waren wir noch richtig guter Stimmung. Die Silvestergesellschaften der Familie Landau waren legendär. Mehr Gruseln und deutsches Gejaule! Gehört sofort verboten! Danke, Em. Frisch aus Paris. Frank, mein bester Freund. Wir haben immer alles geteilt. Jedes Hobby, jeden Sport, das Jurastudium und sogar unsere Liebschaften. Dass er Jude war, für mich war das unbedeutend. Wie sollten wir ahnen, was ihm bevorstand? Unsere Musik entsprach nicht jedermanns Geschmack. Also, meine Musik ist das ja auch nicht. Aber wenn Hitler sie entartet findet, muss ja was Gutes dran sein. Zu dieser Musik können nicht einmal die Nazis marschieren. Dr. Landau, Franks Vater. Was für ein prima Kerl. Wie oft hat er mich genötigt, seine auserlesenen Schnäpse zu probieren. Er wird nicht wahrhaben wollen, was auf seine Familie noch zukommt. Und hier meine fürsorglichen Eltern. Trink nicht so viel, Sebastian. Ich habe es gerade schon meiner Frau gesagt. Hitler hat abgewirtschaftet. 2 Millionen Stimmen weniger seit den letzten Wahlen. Mein Vater war ein Liberaler, doch zugleich ein korrekter preußischer Beamter. Er war, auch wenn ich manchmal darüber nicht allzu erbaut war,
die Hauptperson meines Lebens. Ich liebte und verehrte ihn, auch wenn ich ihm das niemals hätte sagen können. Und ich? Ich war damals noch ein Haussohn, behütet und beschützt, mit Taschengeld aus Prinzip knapp gehalten. Die einzigen Erlebnisse, die ein paar Narben hinterlassen hatten, waren jene der Liebe. Charlie. Sie war ganz anders als wir. Aus einfachen Verhältnissen stammend, aber schnell, beweglich und frech. Mit einem trockenspröden Berliner Charme. Eine Sekretärin mit nur 100 Reichsmark im Monat, aber mit eigenem Mansardenzimmer. Bald sollten wir ein Paar sein. Und dann wird das Unglück mehr von uns verlangen, als wir einander geben konnten. Ich ahnte nicht, was dieses neue Jahr aus uns allen machen würde. Wir lebten in diesem Augenblick einen seligen Optimismus. Ein heiteres Vertrauen, dass alles um Haaresbreite gut gehen würde. Jetzt war es da, das Jahr 1933. Der Kampf konnte beginnen. Berlin am frühen Morgen. Irgendwo da unten bin ich, auf dem Weg ins Kammergericht. Vorbei an den Schlangen mit den Arbeitslosen. Vorbei an den Aufmärschen. Kommunisten gegen Nazis. Die Polizei wird wieder prügeln. Seit Jahren dasselbe. Mir war die Luft in Deutschland stickig geworden. Was es nicht mehr gab, war Lebensfreude, Wohlwollen, Verständnis. Dafür Streit und Zermürbung. Hitler profitierte davon und wurde Reichskanzler. Die Nazis waren zwar stärkste Partei, doch nationale und konservative Kräfte halfen ihm an die Macht. Sie glaubten, ihn so einbinden zu können. Hitler und seine Anhänger werden es den Tag der Machtergreifung nennen. Man hatte damit rechnen müssen. Dennoch, es war so fantastisch, so unglaubhaft. Hitler Reichskanzler. Einen Augenblick spürte ich fast körperlich den Blut- und Schmutzgeruch um diesen Mann. Als würde ein mörderisches Tier seine schmutzige Pfote an mein Gesicht legen. So will ich und so wollen wir bauen und arbeiten an der Wiederaufrichtung unseres deutschen Volkes. Der Reichstag wurde aufgelöst. Hitler will die Neuwahlen gewinnen. Mit absoluter Mehrheit. Er versprach allen alles. Jetzt als Reichskanzler. Ich spürte, wie die Faszination durch das Monstrum einsetzte, wie er seine Gegner betäubte. Mein Vater war da anderer Meinung. Du magst ja Hitler als ein Monstrum sehen. Trotzdem, da bin ich mir ganz sicher, lange regieren wird er nicht. Und wenn die Wahlen ihm nun eine Mehrheit bringen? So wie dieser Mann auftritt, kriegt er keine Mehrheit. Dieses deutsche Volk, ein Vorführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß. Ja, aber schau dir diese Auftritte an, diese Inszenierung. Da kommen doch die anderen Parteien gar nicht mit. Möglich, dass ihm einige auf den Leim gehen. Eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit. Die urteilslose Masse. Lauter Versprechungen. Nichts davon wird erhalten.
Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst nicht schaffen mussten. Nach der ersten Enttäuschung, das wirst du sehen, laufen seine Anhänger auseinander. Nein, 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 nein. Diese Regierung ist kein Grund zur Beunruhigung. Mein Vater hatte das Kaiserreich, den Krieg, die Revolution, die Inflation und die Weimarer Republik erlebt. Er wiegelte ab, versuchte mich zu beruhigen. Ich ließ es zu. Schließlich war ich an seine Autorität gewöhnt und meiner selbst noch nicht sicher. Wir sollten uns beide täuschen. Wie völlig hilflos wir waren mit all unserer bürgerlichen Bildung. Wie vergeblich unsere Versuche, diesen Vorgang zu erklären. Seit dem 30. Januar hat sich in Deutschland eine Umwälzung vollzogen, die in unserer Geschichte einst mit Recht als die nationale Revolution bezeichnet werden wird. Es war die albtraumhafte Umkehrung der normalen Begriffe. Blutberauschter Pöbel handelte jetzt auf staatliche Anordnung. Die SA hat Polizeigewalt. Noch feierten wir Fasching, als sei nichts geschehen. Der Maskenball an der Berliner Kunsthochschule war ein freizügiges Fest. Eine Liebestrommel. Eine Gelegenheit, ein Mädchen zu greifen, so wie ein Tombola-Los. Für eine Nacht oder für einen Sommer. Ein Tropfen Lebenssüßigkeit. Ein kleines Abenteuer. Nur ich kam nicht in Stimmung. Mir war seltsam zumute. Als wäre ich mit allen diesen Leuten eingeschlossen, im Bauch eines schlingernden Schiffes. Und oben auf der Brücke sei gerade beschlossen worden, diesen Schiffsteil zu fluten und uns alle zu ersäufen. Mit Mann und Maus. Na, der Max? Dieses Mädchen kannte ich doch. Charlie. Silvester bei den Landaus. Ellens Freundin. Aber diesmal ohne Ellen. Kaufst du mir einen Wein? Ja, klar. Es war schon merkwürdig, wie wir die Anfänge der Nazi-Revolution einfach ignorieren wollten. Ein Vorgang, der doch darauf zielte, Leute wie uns aus der Welt zu schaffen. Platzer! Platzer! Verlassen Sie sofort dieses Lokal! Lass uns besser gehen. Das ist bestimmt ein Missverständnis. Was soll das denn? Herr Wachtmeister, ich bin Justizreferendar. Was ist denn los? Sie müssen nach Hause gehen. Sie dürfen nach Hause gehen! In dieser Nacht stand ich ihm zum ersten Mal gegenüber. Auge in Auge. Dem Gesicht der Gewalt. Ausgerechnet in dieser Nacht begann unser kurzes Glück. Na komm. Zwei Tage später brannte der Reichstag. Ein holländischer Kommunist soll ihn angezündet haben. Merkwürdig allerdings, dass die Nazis sich darüber so aufregten. Bis dahin hatten sie den Reichstag immer nur Quatschbude genannt. Noch in der Nacht verkündete Hitler vor dem Portal:
Wenn das die Kommunisten getan haben, woran ich nicht zweifle, dann gibt es kein Erbarmen. Wer sich uns in den Weg stellt, wird niedergemacht. Jeder kommunistische Funktionär wird erschossen, wo er angetroffen wird. Ja, bitte nur Freunde. Am nächsten Tag büffelten wir Referendare im Kammergericht für unser juristisches Examen. Seit kurzem war mein Kollege Brock in der Partei. Recht toll gestern Abend, wie? Brock, ich glaube, Sie haben einen Knopf offen. Ihr Lachen wird Ihnen noch vergehen, Landau. Als nächstes seid nämlich ihr Juden dran. Unsere SA ist jetzt Hilfspolizeiherrschaften und handelt strikt nach Befehl. Das Kommunistengesocks hat's gestern erlebt. Nicht lang gefackelt, gleich eine Kugel ins Genick. Die haben sich nicht mal gewehrt in ihren Nachthemden. Finden Sie wirklich, Ihre neuen Parteifreunde handeln nach Recht und Gesetz? Was hier passiert, stellt doch alles auf den Kopf. Räuber und Mörder werden Polizisten und unschuldige Opfer ohne Prozess hingerichtet. Haben Sie etwa Mitleid mit diesen Leuten? Was ich habe, ist ein Ekel vor Leuten, die schwer bewaffnet herumziehen und Wehrlose abschlachten. Hätten Sie sich doch gewehrt, dann wären Sie keine Wehrlosen gewesen. Interessant, Ihre neue Theorie. Wenn ich mich nicht irre, haben Sie doch auch mal Jura studiert. Mein lieber Kollege, verstehen Sie denn gar nicht, was hier vor sich geht? Es ist ein gewaltiger Akt der deutschen Volkswerdung, der sich jetzt vollzieht. Und Sie mäkeln herum an kleinen Ausschreitungen, kommen mit juristischen Spitzfindigkeiten. Sie verstehen gar nichts. So gesehen müssten Sie mich ja anzeigen. Ich überlege mir schon seit einiger Zeit, ob ich das nicht tun muss. Aus Pflichtgefühl. Ach. Die meisten Deutschen nahmen es hin, dass man ihnen am Tag nach dem Brand die Grundrechte wegnahm und dass nur noch er Wahlkampf betreiben darf. Am Wahltag sind die Plakate der Linken überklebt. Und trotzdem, diese Wahlen brachten den Nazis nicht die absolute Mehrheit, die sie unbedingt wollten. Dafür brauchten sie weiterhin die ehrlosen und feigen Deutschnationalen. Wenn man bedenkt, dass der Terror schon im vollen Gange war, muss man sagen, dass sich das deutsche Volk in seiner Mehrheit noch ganz anständig gehalten hatte. Doch ihre Niederlage feierten die Nazis einfach wie einen Sieg. Fanfaren von früh bis spät. Die Fahnen verschwanden jetzt gar nicht mehr aus den Fenstern. Und zugleich täglich Umzüge und Dankkundgebungen für die nationale Befreiung, wie sie es nannten. Die Bevölkerung sollte eben daran gewöhnt werden, zu jubeln und sich zu erheben. Auch ohne, dass es einen eigentlichen Grund dafür gab. Jubeln wir also und heulen mit den Wölfen. Schließlich als Höhepunkt eine bombastische Schmierenvorstellung. Der Tag von Potsdam. Reichspräsident Hindenburg und Reichskanzler Hitler. Als wenn die alte und die neue Zeit ein Bündnis schlössen. Lasst uns zusammenrufen, Deutschland, unser geliebtes Vaterland. Hurra! 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 Unser Reichspräsident, Generalfeldmarschall von Hindenburg, hoch! Dabei wollte Hitler längst die Alleinherrschaft. Mit einem Gesetz, das ihn ermächtigt, die Verfassung außer Kraft zu setzen. Mein Vater wollte die Gefahr noch immer nicht wahrhaben. Und ich schäumte vor Wut. Aber lassen wir die Dinge doch erst einmal auf uns zukommen. Aber sie sind doch schon da! Weißt du, wie viele deiner geliebten Bücher bereits verboten sind? Allein ihr Besitz ist schon ein Straftatbestand. Und hier, dein Leib- und Magenblatt. Heute schreibt es das Gegenteil von dem, was gestern drin stand. Ich sag dir, es wird vergehen wie ein Spuk.
Und so, unsicher und abwartend, ließen wir die Dinge weiter an uns rankommen. Die Regierung der Nationalen Revolution sieht es grundsätzlich als ihre Pflicht an, diejenigen Elemente von der Einflussnahme auf die Gestaltung des Lebens der Nation fernzuhalten, die bewusst und mit Absicht dieses Leben negieren. Es ist Sache des Reichstags, nunmehr seinerseits eine klare Stellung einzunehmen. Hitler wollte die Diktatur und doch den Schein der Legalität wahren. Verbrüdenden anderen Organisationen ändert dies nichts. In diesen Tagen wurde in Dachau das erste KZ eröffnet. Die Nazis machten daraus keinen Hehl. Doch über Gräueltaten auch nur zu sprechen, war durch ein Gesetz verboten. Die Geheimhaltung sollte Ängste schüren. Heimlich geflüsterte Schauergeschichten die Menschen einschüchtern. Viele begannen jetzt mitzumachen. Zunächst aus Furcht. Nachdem man aber einmal mitmachte, wollte man es nicht mehr aus Furcht tun, sondern aus Gesinnung. Dies ist die seelische Grundfigur des Sieges der Nazis. Zu Hunderttausenden traten während des März 1933 Leute der NSDAP bei. Auch viele, die bis dahin gegen sie gestimmt hatten. Die sogenannten Märzgefallenen. Dieser Verrat griff um sich. Von links bis rechts. Er trug alle Merkmale eines allgemeinen Nervenzusammenbruchs. Er machte Hitler den Sieg sehr leicht. Eine Revolution vollzieht sich in Deutschland, die sich von all den ähnlichen früheren Vorgängen solcher Art unterscheidet. Durch die unerhörte Disziplin und Planmäßigkeit ihrer Durchführung. Warte eins! Rechts auf! Wir hielten unser Kammergericht für eine Festung. Hier glaubten wir uns sicher. SA. Richtig, Landau. Die schmeißen jetzt die Juden raus. Das war's dann wohl mit dem Recht. Das können die nicht machen, die haben ja nichts verloren. Träum weiter, Kollege. Nicht, Aria, haben sofort das Lokal zu verlassen. Hier wird heute ausgemistet! Mir schlug das Herz bis zum Hals. Was konnte man tun? Haltung bewahren? Ignorieren? Sind Sie arisch? Ja. Was hatte ich getan? Einen Augenblick zu spät empfand ich die Schande. Ich hatte nicht gelogen. Ich hatte nur viel Schlimmeres geschehen lassen. Ich wollte nur in Frieden gelassen werden. Und hatte versagt in der ersten Prüfung. Ort, du Judensau! Zwei Monate war Hitler an der Macht. Und was machte er aus mir? Am nächsten Tag fühlten sich die Nazis stark genug, um den ersten Akt ihrer eigentlichen Revolution zu starten. Ein Akt, der sich gegen die Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens richtete. Frechheit hat länger gelebt, als sie in Zukunft noch leben wird. Und wir werden den Herren bald Töne beibringen, die sie noch niemals vernommen haben. Einen Tag lang sollten alle jüdischen Geschäfte boykottiert werden. Aber die Nazis merkten, dass sie im Moment einen Schritt zu weit gegangen waren. Ein Murmeln der Missbilligung durchlief das Land. Ich sah das Schreckliche und fühlte mich doch hilflos. Warum bin ich nicht dagegen aufgestanden? Zwischen all dem versuchte ich, meine kleine Liebesgeschichte zu retten, so gut es ging. Was willst du hier? Entschuldige, dass ich dich so überfalle.
Ich habe überall versucht, dich zu erreichen. Auch auf der Arbeit. Das hat aber niemand abgenommen. Man hat mich heute am Arbeiten gehindert. Komm, wir gehen ins Kino. Nein. Lass. Geh jetzt lieber. Vielleicht ins Kabarett, bitte. Nein, lass mich. Keine Zeit für ein bisschen Glück? Glück? Ich bin übrigens Jüdin, nur damit du es weißt. Mit uns beiden kann es nichts werden. Du Aria. Und jetzt hau ab. Du bist frei. Ich liebte Charlie jetzt mehr denn je. Auch aus Trotz. Das Unglück band uns fester zusammen, als gut war, und verlangte von uns mehr, als wir einander geben konnten. Wir müssen aufpassen. Was sollte aus uns werden? Charlie hatte begonnen, Hebräisch zu lernen. Sie wollte nach Palästina. Sie wurde verfolgt und musste täglich um ihr Leben bangen. Weißt du, was mit den Verhafteten von gestern Nacht passiert ist? Wieso fragst du mich das? Und du bist doch der Rechtsmensch. Ich hab Angst. Es war unmöglich geworden, uns in einem kleinen privaten Bereich abzukapseln. Was um uns herum geschah, wirkte wie ein Giftgas, das durch alle Wände drang. Die Bücherverbrennung war ein Propagandaakt. Viel unheimlicher war, wie nun die Bücher aus den Läden und Bibliotheken verschwanden. Die lebende deutsche Literatur wurde einfach wegrasiert. Wir Bücherfreunde sahen uns über Nacht unserer Welt beraubt. Und wenn wir es dennoch wagten, über das Verbotene zu sprechen, dann nur flüsternd, wie Verschwörer. Eines Morgens wurde ich zu den Landaus gerufen. Schön, dass du gekommen bist. Was ist denn los? Es ging um Frank. Ich fahre weg. Sofort. Wir fahren. Anne, kommt mit. Wo wollt ihr denn hin? Nach Paris. Meine Freunde bringen uns unter, bis wir dort Fuß gefasst haben. Franks Französisch ist miserabel. Es hat hier keinen Zweck mehr für mich. Vater bleibt, aber wir werden fahren. Was meinen Sie dazu? Ich finde es sehr vernünftig. Frank sollte fahren, solange er noch kann. Was sonst? Da bleiben! Jetzt erst recht da bleiben und sich nicht wegjagen lassen. Er hat seine Examina gemacht, hat ein Recht darauf, Richter zu werden. Ach, Papa! Herr Dr. Landau, ich fürchte, mit dem Recht ist es hierzulande vorbei. Es tut mir leid, dass ich... Ist schon gut. Wir bleiben Freunde. Egal, was kommt. Danke. Um 10 muss ich am Bahnhof sein. Wir haben noch viel zu tun. Was denn? Ich habe da einen Haufen Zeug. Alte Briefe, alte Bilder, alte Tagebücher, Gedichte, Erinnerungen, was weiß ich. Würdest du das für uns aufbewahren? Natürlich. Aber es ist immer noch viel zu viel. Lass uns noch einmal durchschauen. Hier.
Wir fühlten die unwiderstehliche Versuchung, noch einmal alles zu lesen. Noch einmal alles zu leben. Unsere Kindheit und Jugendjahre. Die Welt, in der wir gelebt hatten, löste sich auf. Verschwand. Wurde unsichtbar in aller Lautlosigkeit. Als würde die Atemluft von irgendwoher gleichmäßig und unaufhörlich weggesaugt. Wie glücklich wir waren. Wie naiv und hoffnungsvoll. Wir hatten nur 3 Stunden Zeit. Und wir hetzten durch die Traumländer unserer Vergangenheit. Abschied war die Parole geworden. Radikal und ausnahmslos. Leute, über die wir eben noch gesprochen, deren Bücher wir gelesen, über deren Reden wir diskutiert hatten, sie verschwanden. In die Konzentrationslager oder in die Emigration. In den Zeitungen lasen wir Listen mit berühmten Namen. Ihre Träger waren zu Volksverrätern erklärt. Ausgebürgert, geächtet. Auch ich machte jetzt Pläne. Neulich wolltest du den Staatsdienst quittieren. Dann demonstrativ zum Judentum übertreten. Diesmal also willst du fortgehen. Wohin? Paris. Frank ist bereits dort. Er meint, wir würden da schon was finden. Franks Französisch ist miserabel. Und was wollt ihr da finden? Ich kann als Journalist arbeiten. Als ob sie da draußen auf euch warten würden. Ach, Vater! Du wirst jetzt ordentlich deinen Assessor machen und nicht nach der ganzen Ausbildung das Handtuch werfen und ohne Examen davonlaufen. Es sind doch nur noch 5 Monate. Und dann? Dann sehen wir weiter. Und eh 6 Jahre vergangen, soll ein Riesenwerk zeigen von unserem Willen, unserem Fleiß, unserer Fähigkeit und unserer Entschlusskraft. Deutsche Arbeiter, an das Werk! Für alle, die wie mein Vater das unvermeidliche Ende des Regimes vorausgesagt hatten, war das Schlimmste, dass es sich sichtbar etablierte. Mit Erfolgen, die wir zuvor für unmöglich hielten. Die Lage der Deutschen, die keine Nazis waren, wurde im Sommer 33 immer schwieriger. Die neuen Machthaber hatten uns auf Gnade und Ungnade in der Hand. Alle Festungen waren gefallen. Jeder kollektive Widerstand war unmöglich geworden. Individueller Widerstand nur noch eine Form des Selbstmordes. Wir waren verfolgt bis ins Privatleben. Zugleich wurde man täglich aufgefordert, sich nicht etwa zu ergeben, sondern überzulaufen. Ein kleiner Pakt mit dem Teufel und man gehörte nicht mehr zu den Gefangenen und Gejagten, sondern zu den Siegern und Verfolgern. Die wollen uns zur SA einziehen. Wen? Alle Rechtsreferendare. Weltanschauliche Schulung. Und? Was würdest du an meiner Stelle tun? Und was du an meiner? Ich soll meine Loyalität gegenüber der Regierung der nationalen Erhebung erklären. Sonst? Sonst verliere ich meine Pensionsansprüche. Und was wirst du tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn du deinen Assessor gemacht hast, dann kannst du ins Ausland gehen. Wenn es geht, werde ich dir monatlich 200 Mark zukommen lassen. Danke, Vater.
Zwei oder drei Tage konnte er nichts essen. Es war der Anfang eines Hungerstreiks, an dem Vater zwei Jahre später elend und schrecklich starb. Er hatte unterschrieben, damit ich eines Tages frei sein konnte. Jetzt aber wartete das Gemeinschaftslager für Referendare auf mich. In Jüterbock, südlich von Berlin. Ich sollte für meine kommende große Aufgabe als deutscher Volksrichter erzogen werden. Gruppe Brock, angetreten! Stillstand! Gruppe Brock, richtet euch! Die Augen rechts! Die Augen gerade aus! Hier traf ich auf einen alten Bekannten. Herr Oberscharführer, melde Gruppe Brock, angetreten! Danke! Brock, mein Kollege aus der Referendarsausbildung. Er war schon ein Stück weit hochgeklettert auf der Karriereleiter des Regimes. Heil Hitler, Rechtsreferendare! Heil Hitler, Oberscharführer! Ich musste es unauffällig durchstehen. Dann kommt das Examen, danach Paris und alles ist nie gewesen. Nur eines durfte ich nie tun. Etwas sagen, dessen ich mich später schämen müsste. Es war ja gar nicht ich, der da stand. Es war ein Spiel und ich spielte eine Rolle. Vergesst alle Paragraphen von einst! Ab sofort gilt die Parole! Recht ist, was dem Volke nützt! Indem wir uns auf das Spiel einließen, das da mit uns gespielt wurde, verwandelten wir uns. Wenn nicht in Nazis, so doch in brauchbares Material für die Nazis. Und dann, als Höhepunkt unserer Ausbildung, der Besuch des neuen Staatssekretärs im Justizministerium, Roland Freisler. Kameraden, ihr habt das erste Mal den Versuch gemacht, Kandidaten einer Prüfung daran zu hindern, zu büffeln, dass sie stattdessen als Kameraden zusammenleben, als Soldaten des nationalen Sozialismus, des Staates, als diejenigen, die das Rückgrat des Staates, seine Rechtspflege verwalten wollen, innerlich, freudig mitmachen. In solchen Lagern blüht das Glück der Kameradschaft. Es ist das große Lockmittel der Nazis. Kameradschaft nimmt dem Menschen auch die Verantwortung für sich selbst ab, vor Gott und seinem Gewissen. Er tut, was alle tun. Und dann hörten wir im Radio, dass Hitler auf dem Weg sei zu einer Kundgebung in den Berliner Siemenswerken. Vor einem Jahr war das eine Hochburg der Kommunisten. Man hätte die Nazis hier wahrscheinlich totgeschlagen. Wie alle in Deutschland hatten wir die Rede gemeinschaftlich anzuhören. Der Führer hat das Wort. Und ich wollte nun arbeiten. Und wir haben nun gearbeitet. Und wir haben in diesen 9 Monaten Ungeheuerliches erreicht. Vielleicht wird manch unter Ihnen sein, der es mir nicht verzeihen kann, dass ich die marxistischen Parteien vernichtete. Aber mein Freund, ich hab die anderen genauso vernichtet. Sie sind gleich. Als er ausgeredet hatte, kam das Schlimmste. Die Musik signalisierte das Horst-Wessel-Lied und alles hob die Arme. Ein paar mochten gleich mir zögern. Es hatte so etwas scheußlich Entwürdigendes. Aber wollten wir unser Examen machen oder nicht? Und mit diesem Gefühl hob auch ich den Arm und hielt ihn ausgestreckt in der Luft. Vielleicht gab es irgendwo eine Instanz, die das alles aufschrieb, die nicht in mein Herz sah, sondern nur auf meinen ausgestreckten Arm. Wie sollte ich diesem Richter antworten?
Nicht einmal ein Jahr hat Hitler gebraucht und ein ganzes Volk marschiert. Uniformiert und im Gleichschritt. Als SA, als Hitlerjugend, als Bund deutscher Mädel, als Beamtenschaft. Dann, endlich war ich zurück in Berlin. Vor allem wollte ich zurück zu Charlie. Sebastian, wenn du das liest, bin ich bereits fort. Du wirst sagen, aber genau das wollen die doch, die Nazis, dass ihr verschwindet. Ich frage dich im Gegenzuge, wie kannst du hier unter Nazis bloß noch einen Tag länger leben? Ich weiß, dass ich in Palästina eine Heimat finden werde. Deutschland ist mir genommen worden. Auch du bist mir genommen worden. Glaub mir, es ist besser so. Deine Charlie. Am 30. Januar sind in Deutschland die Würfel gefallen. Und ich glaube nicht, dass die Gegner, die damals noch dem, heute auch noch lachen. Was hat dieses Jahr, das so hoffnungsvoll begonnen hatte, aus uns gemacht? Es hat meine Liebe zerstört. Meinen besten Freund vertrieben. Meinen Vater gebrochen, uns in den Abgrund schauen lassen, in den wir stürzen werden. Meinen Kampf mit dem Dritten Reich habe ich abgebrochen. Andere Kämpfer haben es weitergebracht als ich. Bis zum Konzentrationslager, bis zum Schafott und bis zu einer Anwartschaft auf künftige Denkmäler. Ich wollte leben. Leben und Zeugnis abliefern. Damit die Moral, die ich verschwieg, nicht wieder vergessen würde.